Und wir starten direkt mit einem sehr, sehr spannenden Thema. Und zwar Commercial Digital Excellence at Knauf. Finde ich auch persönlich sehr, sehr spannend, denn wenn man so einen klassischen Hidden Champion sieht mit erstmal physischen Produkten und wie so ein Unternehmen die digitale Transformation meistert, hierfür möchten wir gerne Lars Klodwig, Group Commercial Officer von Knauf, auf die Bühne bitten. Lars, wir freuen uns auf die Keynote. Vielen Dank, Marcel. Ich bin ja fast nach der Erwartungshaltung, die gerade kundgetan wurde, fast dankbar, dass ich keinen Start-up-Pitch vortragen darf oder muss, sondern als Vertreter von Knauf heute auf der Bühne sein darf. Freue mich über das Interesse hier im Raum, aber natürlich auch online, wo auch immer Sie uns momentan zuschauen. Repräsentiere heute Knauf. Knauf ist extrem zufrieden, extrem happy, bei so einer Veranstaltung wie The Mission dabei zu sein. Es ist eine Mission, es geht darum, eine Branche zu transformieren, eine Branche nachhaltiger zu machen, eine Branche moderner, digitaler zu machen und am Ende bauen, das Schaffen von Lebens- und Arbeitsrollen für eine große Öffentlichkeit erreichbar, verfügbar und am Ende auch bezahlbar zu machen. Von daher sind wir super happy, dabei zu sein als Knauf. Vielleicht zwei, drei Worte zu mir selber. Ich bin freundlich anmoderiert worden, Commercial Officer bei Knauf, Lars Klodwig mein Name. Ich vertrete in dieser Rolle die Funktionen Marketing, Vertrieb und Commercial Excellence und freue mich, heute einfach mal so ein paar Einblicke zu geben, was wir machen. Der Titel des Vortrags, so ehrlich möchte ich sein, ist eigentlich irreführend, weil er suggeriert, dass Knauf schon das Stadium von Commercial und Digital Excellence erreicht hätte. Der Vortrag müsste eigentlich eher heißen Our Way, Our Attempt, also unser Versuch, Commercial und digitale Exzellenz zu erreichen. Vorab vielleicht einfach mein Eindruck, eben bin ich anmoderiert worden, Knauf, Hidden Champion, das hören wir gerne. Auf der anderen Seite sind unsere Zahlen mittlerweile auch so groß geworden, dass wir so richtig hidden als Champion sicherlich nicht mehr sind. Haben jetzt 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Welt, haben letztes Jahr 12,6 Milliarden Umsatz gemacht, haben über 300 Produktionsstandorte in der Welt, über 200 davon sind wirklich große gipsverarbeitende Fabriken, haben 80 Steinbrüche, also Knauf von der Herkunft her ist tatsächlich ein Minenkonzern und sind de facto in der ganzen Welt, man sieht es, also wenige Länder sind nicht blau, in über 90 Ländern der Welt aktiv. Was stellen wir her? Wir sind Weltmarktführer für Gipskartonplatten, wir haben eine führende Position auch im Bereich Dämmstoffe und haben eine ganze Reihe von, sag ich mal, angrenzenden Produktlinien, Spachtel, Putz, Fassadensysteme, sind im Boden und haben sogar relativ unbekannt, auch kleiner als das restliche Geschäft, auch Verpackungsgeschäft. Das sind diese Molded Parts auf der rechten Seite der Seite. Das heißt, wenn man zu Hause seinen Kühlschrank auspackt, dieses weiße Styropor-Material ist ziemlich sicher auch von uns. Wissen wenige, dass Knauf das auch betreibt, das Geschäft. Unten sind mal einige Marken dargestellt, mit denen wir auf der Welt aktiv sind. Knauf ist sicherlich groß. USG, United States Gypsum, ist der Marktführer in Nordamerika, USA, Kanada und auch Mexiko. Und es gibt eine ganze Reihe von Marken, mit denen wir in den Ländern unterwegs sind. Ist auch eine meiner Aufgaben, dieses Markenportfolio in der globalen Marktbearbeitung etwas zu orchestrieren und darauf zu achten, dass wir auch kundengerecht uns jeweils aufstellen. Was wir eigentlich tun, aber ist nicht nur diese einzelnen Materialien, diese Produkte in den Märkten zu verkaufen, wie eine Gipskartonplatte oder Spachtel, Putz oder Dämmwolle, sondern wir verbinden diese Produkte in Systeme. Und das ist, da wird es auch spannend, weil dann reden wir nicht mehr über eine Gipskartonplatte, sondern wir reden über eine Wand, die eine gewisse Eigenschaft schuldet. Sei es eine Fire Protection, also eine Brandschutzfunktion, sei es eine akustische Wirkung, dass man eben nicht hört, was im Nachbarraum gesprochen wird. Und mit diesen Systemen gehen wir in den Markt. Und dann verschwindet natürlich auch so die einzelne Komponente in der Wand. Also eine Wand besteht dann aus einer Gipskartonplatte, einem Metallständer, einem Spachtel, einer Dämmwolle. Und mit diesen Systemen ist Knauf in der Welt erfolgreich, weil wir dieses Know-how haben, wie diese Systeme zusammenwirken und welche Eigenschaften dann damit auch zu erreichen sind. Wir glauben, und das hat uns in den letzten Jahrzehnten auch groß werden lassen, dass wir ein relativ erfolgreiches Geschäftsmodell betreiben. Ich rede mal über drei wesentliche Bereiche dieses Geschäftsmodells. In aller Bescheidenheit würde ich behaupten, dass Knauf relativ führend darin ist,
gipsbasierte Produkte herzustellen. Eben über die 300 Produktionsstandorte in der Welt gesprochen. Wir glauben, wir sind ziemlich gut da drin, relativ großvolumig, relativ kosteneffizient Gipskartonplatten und eben die genannten Produkte herzustellen. Wir sind auch ganz gut da drin, sehr nah an unseren Zielgruppen in den unterschiedlichen Märkten zu sein und nah mit Verarbeitern, mit dem Baustoffhandel in der Welt zu kooperieren, weshalb wir eine gewisse Premium-Positionierung haben. Knauf ist häufig Marktführer und lässt sich diese Premium-Positionierung auch entsprechend bezahlen. Und wir haben eben die Weltkarte gesehen, wo relativ wenig weiße Flecken noch waren, haben dieses erfolgreiche Geschäftsmodell, Sicherung von Rohstoff, gute Produktionsanlage, gute Vertriebsansätze, haben dieses Modell in die Welt exportiert und immer wieder kopiert und sind mittlerweile in über 90 Ländern unterwegs. Jetzt passieren aber Trends und Veränderungen in der Welt, die wir eben auch hier in der Panel-Diskussion schon gehört haben, die auf unser Geschäftsmodell Einfluss haben. Fangen wir mal links an. Über Faktorkosten, Holzpreise, ist heute Morgen in den Zeitungen wieder voll, wie die Faktorkosten steigen. Energiekosten steigen, auch aufgrund des schrecklichen Konflikts in der Ukraine. Aber auch Nachhaltigkeit ist erstmal ja auch eine Kostenposition, die wir entsprechend managen müssen. Und das beeinflusst natürlich unsere Positionierung in der Art und Weise, wie wir produzieren. Unsere Premium-Positionierung im Markt ist sicherlich herausgefordert oder wird beeinflusst von einer zunehmenden Konsolidierung in den Märkten, in denen wir aktiv sind. Das heißt, Baustoffhändler verbinden sich und werden voneinander aufgekauft, werden größer haben, deswegen auch entsprechend mehr Einkaufsmacht. Und entsprechend wird es für uns immer schwieriger, unsere Position auch zu halten. Und dafür kämpfen wir natürlich, daran arbeiten wir mit unseren Kunden jeden Tag, dass wir diese Position auch halten. Und die globale Expansion, 90 Länder. Wenn wir jetzt noch neue Länder ins Portfolio nehmen wollen, dann reden wir eben nicht mehr über Belgien, Niederlande, Spanien, sondern wir reden über Länder in Afrika, wo gegebenenfalls das politische Umfeld nicht so instabil ist, wo ein Marktzugang vielleicht nicht so einfach ist. Das heißt, die weißen Flecken auf der Karte sind für uns sicherlich herausfordernder. Und jetzt kommt das Thema Commercial und Digital Excellence ins Spiel. Wir glauben, dass wenn wir als Konzern mit unserem Geschäftsmodell weiter wachsen wollen, müssen wir in diesen beiden Bereichen wirklich exzellent werden. Und nochmal ganz explizit, wir sind es noch nicht. Das ist der Titel des Vortrags, der mich fast ein bisschen nervös hat werden lassen, einleitend. Wie machen wir das? Wenn man mal sich anschaut, so eine Marktpositionierung von Knauf, es gibt irgendwie eine Marktgröße, die könnte man beschreiben, so mit wie viel Gipskarton wird denn eigentlich pro Person in einem Land pro Jahr verwendet, oder kann man sich andere Metriken ausdenken, aber grundsätzlich gibt es eine Marktgröße. Und in dieser Marktgröße, was wir, aber auch unser Wettbewerb in diesen Markt reinliefert, haben wir einen gewissen Anteil. Und was können wir jetzt machen? Also welche grundsätzlichen Richtungen kann man sich vorstellen, um ein solches Geschäftsmodell in reifen Märkten weiterzuentwickeln? Das kann erstmal, kann es darum gehen, dass man Marktanteil erwirbt, dass man Marktanteil kauft, dass man in Preisverhandlungen sich vielleicht mit dem Wettbewerb unterbietet. Gerade in reifen Märkten, wenn sehr konsolidierte Dealerlandschaften vorliegen, passiert das. Aber jeder, der in so einem Bereich unterwegs ist, weiß, so ein Preiswettbewerb ist das eine, ist nicht unbedingt nachhaltig. In einem Jahr gewinnt man, im nächsten Jahr verliert man wieder. Das ist eigentlich nicht das, was wir langfristig als Wachstumsoption sehen. Man kann seinen Marktanteil aber auch steigern, indem man mehr Systeme verkauft. Man kann eine Standard-Gipskartonplatte verkaufen und verbauen, oder man nimmt eine sehr hochwertige, imprägnierte oder eine besonders dicke Gipskartonplatte, die eben zum Beispiel im Brandschutz bessere Charakteristika hat. Auch sowas ist natürlich eine tolle Sache. Ich habe eben über das Gebäude gesprochen, wo unterschiedliche Systeme von uns drin liegen. Das machen wir in vielen Märkten, aber noch nicht allen Märkten, durchaus erfolgreich. Und die Königsklasse ist es dann, horizontal die Marktgröße selber zu beeinflussen. Wir konkurrieren ja mit Trockenbau, mit Leichtbaulösungen konkurrieren wir ja gegen andere Baumöglichkeiten. Wenn man sich mal hier im Raum umschaut, jetzt haben wir hier eine wunderschöne Lochdecke, ich hoffe und mutmaße mal, die ist auch von uns gekommen. Das hätte auch anders gebaut werden können, das hätte auch eine Metalldecke sein können. Ich kann eine Wand bauen, Stein auf Stein, oder ich nehme eben Gips dafür. Das heißt, wir wollen natürlich auch Bauweisen beeinflussen und Bauweisen verändern.
Das tun wir heute schon in vielen Ländern der Welt erfolgreich, in anderen Ländern noch weniger erfolgreich. Wichtig ist zu verstehen, letztendlich haben wir ja, wir haben eben auch von The Mission ja diese eine Value Chain, eine Wertschöpfungskette gesehen. So gucken wir auch drauf. Und wir gucken uns natürlich an, was sind die unterschiedlichen Player in dieser Wertschöpfungskette und wie interagieren wir mit denen als Knauf. Und ganz traditionell, wichtiger, ganz wesentlicher Geschäftspartner von Knauf ist es, mit dem Baustoffhandel zusammenzuarbeiten. Der hier als Distributor, also Dealer-Kunde mal in der Mitte dargestellt, der macht die dezentrale Logistik, der hat den Kontakt zu den Verarbeitern und ist derjenige, der am Ende die Baustellen beliefert. Für uns ein ganz, ganz wichtiger Partner. Ich glaube auch übrigens in der Zukunft ein ganz, ganz wichtiger Partner. Wer aber am Ende darüber entscheidet, wie gebaut wird, also baue ich eine Steinwand oder eine Leichtbauwand, ist immer mehr auch der Architekt, der natürlich in der Art und Weise, wie er plant, wie er die Ausschreibung formuliert, diese Bauweise beeinflusst. Und nachgelagert, derjenige, der am Ende wirklich unsere Produkte anwendet, verarbeitet, der hier diese Decke gebaut hat im Raum, das ist der Verarbeiter. Und der hat auch Präferenzen und arbeitet mit dem einen Hersteller vielleicht lieber als mit dem anderen. Das heißt, wir verstehen Commercial Excellence in der Art und Weise, dass wir mit all diesen Zielgruppen in ausgezeichneter Art und Weise zusammenarbeiten müssen. Und das erfordert digitale Kanäle. Wir wollen unseren Kunden anbieten und ermöglichen, mit uns physisch zusammenzuarbeiten, in Terminen, Baustellen, Besichtigungen etc., aber eben auch digital, indem sie auf unsere Homepage gehen können, indem sie Planungssoftware von uns nutzen etc. Das heißt, für all diese Zielgruppen möchten wir geeignete Lösungen anbieten. Das ist für Knauf nicht neu. Knauf macht das an zig Stellen. Diese 90 Länder sind bei Knauf extrem dezentral organisiert. Und als ich vor 1,5 Jahren in meiner Funktion bei Knauf begonnen habe, haben wir mir mal angeschaut, was gibt es denn so schon für Lösungen, die hier relevant sein können. Und siehe da, es gibt eine Menge Lösungen. Wir haben über 120 CRM-Systeme in der Welt, 150 lokale Webseiten. Viele hier im Raum sind Digitalprofis, die wissen, was das bedeutet, einen solchen Wildwuchs von Lösungen und Content-Management-Systemen vorzufinden. Und wir haben auch über 100 BIM-Initiativen in den Ländern identifiziert. Das heißt, die Themen, die ich eben angesprochen habe, sind nicht neu. Die wurden nur bisher in einer dezentralen Struktur auch dezentral adressiert. Und das ist eine Riesenherausforderung, weil keines dieser Länder kann es sich leisten. Wir haben ja Vertreter auch von Nemetschek heute hier im Raum oder Autodesk, eine Software zu entwickeln, die am Ende Millionen kostet. Das macht man besser einmal auf der Welt und bringt es dann global zu seinen Kunden. Und das ist in so einem Setup für Knauf sicherlich eine große Herausforderung. Wenn wir jetzt Lösungen entwickeln, ist es wahnsinnig wichtig, den Kunden wirklich als Nordstern der ganzen Entwicklungen zu verstehen. Das ist nicht so trivial, ist häufig auch ein Lippenbekenntnis. Wir bemühen uns, das wirklich sehr, sehr stark zu forcieren. Hier sind mal diese drei Bildchen dargestellt. Links oben, das soll ein Verarbeiter sein. Rechts oben, die Dame mit dem gelben Helm, ist eine Architektin auf der Baustelle und unten ein Händler. Und all diese Zielgruppen haben eine ganz unterschiedliche Erwartungshaltung an die Zusammenarbeit mit Knauf und erwarten auch andere Lösungen. Wir müssen das im Detail verstehen. Und ich glaube auch, das ist wichtig hier für Start-up-Teams, die heute hier pitchen. Ihr müsst Kundenprobleme, ihr müsst Painpoints adressieren, die in dieser Branche an zig Stellen existieren. Und das ist für euch im Start-up-Bereich genauso wie für uns bei Knauf eine Riesenherausforderung und sollte Leitbild sein für die Entwicklung von Lösungen. Wir haben einen Vorteil bei Knauf. Wir sind bereits ein globales Unternehmen und haben eine führende Position und haben auch die finanziellen Möglichkeiten, diese Transformation im Unternehmen und aufgrund unserer Größe und Relevanz in der Branche, glaube ich auch in der Branche, jetzt mit einer Vehemenz zu verfolgen, die wahrscheinlich nicht so leicht zu kopieren ist. Wir können jede Lösung, die wir entwickeln, selbst wenn es nur ein kleiner MVP ist, ein Minimal Viable Product, können wir auf eine globale Plattform skalieren, können es sehr, sehr schnell zu einer großen Anzahl von Kunden bringen.
Und wir haben natürlich alle Kulturkreise bei uns im Unternehmen. Wir können auf allen Kontinenten mit Kunden zusammenarbeiten, haben den Zugang und können natürlich dann auch eine große Diversität, eine große Heterogenität von Einschätzungen und Inputs in dieser Arbeit berücksichtigen. Das wollen wir nutzen. Ich habe mal ein paar Sachen zusammentragen lassen, was uns Kunden konkret sagen. Und ich glaube, das ist auch relevant für die Teams by the Mission. Kunden spiegeln uns immer, dass Knauf ist erfolgreich, weil wir ein vertrauenswürdiger und ein vertrauensvoller Geschäftspartner sind. Es geht nicht um das commodity-nahe Produkt, sondern es geht um eine Lösung. Und am Ende möchte ein Verarbeiter, möchte mit unseren Produkten arbeiten und möchte am Ende keinen Stress haben. Die Wand soll nicht umkippen, die soll nicht feucht werden plötzlich, dann ruft der Bauherr an und beschwert sich, das will der Verarbeiter nicht. Deswegen muss ein Unternehmen wie Knauf extrem ansprechbar, extrem nah sein. Ja, man muss mit innovativen, zertifizierten Lösungen im Markt agieren und dieser Innovationsflow oder diese Innovationskraft darf entsprechend auch nicht abreißen. Im Bereich Kundennähe, ja, wir haben in jedem Land, wo wir aktiv sind, hunderte von Außendienstlern, die tagtäglich mit ihrer blauen Knaufweste auf den Baustellen unterwegs sind. Diese Nähe ist für den Handel zum Beispiel auch extrem wichtig, weil wir wissen, was in einer Region, eines Landkreises, was da für Bauprojekte laufen, welche Dinge da gerade relevant sind. Und diese Ansprechbarkeit hat uns über die Jahrzehnte erfolgreich gemacht. Und das möchten wir natürlich auch jetzt mit digitalen Lösungen unterstützen. Ja, junge Verarbeiter, junge Händler wollen nicht mehr in einem großen Ordner von Knauf nach Systemen blättern. Die erwarten, dass wir diese Informationen und das Know-how auch in digitalen Medien, sei es die Homepage, sei es eine Planungssoftware, entsprechend zur Verfügung stellen. Und last but not least, Architekten und Planer erwarten von uns natürlich auch, dass wir aufgrund unserer Größe auch vorangehen, dass wir unser Know-how auch einbringen, innovative Lösungen in der Branche voranzutreiben. Das können wir nicht jemandem anders überlassen. Wir können als Unternehmen auch nicht nur folgen, sondern wir sind hier, es gibt eine gewisse Erwartungshaltung an Knauf, dass wir das auch entsprechend mitprägen. Und diese Sachen alle zusammen haben wir uns wirklich sehr, sehr intensiv angeschaut und haben auf dieser Basis unser Digitalprogramm aufgesetzt. Jetzt kann ich da lange drüber reden, über die einzelnen Lösungen, an der Stelle nur so viel. Die Verbindung mit all diesen Zielgruppen erfordert für uns, dass wir systematisch in CRM-Systeme investieren, also Customer Relationship Management Systeme, die es uns erlauben, nicht mehr in einem Land mit einigen hundert Baustoffhändlern zu interagieren, sondern wir wollen mit Tausenden, vielleicht Zehntausenden an Verarbeitern und noch mehr Planern und Architekten zusammenarbeiten und wollen natürlich eine konsistente Kundenerfahrung haben. Das heißt, wir brauchen ein CRM-System. Wir wollen unten Kundennähe, Customer Proximity. Wir wollen digitale Tools und Lösungen anbieten, sei es einfach eine gute Homepage. Wenn Sie heute auf knauf.com gehen, finden Sie Informationen, aber ich würde mal mutmaßen, dass die Google-Suche Ihnen schneller das Produkt zeigt, als es unsere eigene Suche auf der Homepage zeigt. Da wollen wir besser werden und wir sind auf dem Weg, das zu tun. Und im Bereich Industrieleader, möchten wir mit Planungssoftware für Architekten eben da Lösungen anbieten, wo geplant wird. Und all das läuft dann zusammen in einem, sag mal, einem Kreis, wie es hier dargestellt ist, was wir dann als Commercial Excellence verstehen. Wir wollen natürlich, dass der Kunde oben dargestellt zufriedener wird. Das wollen wir auch global messen. Ja, dann führen wir NPS ein, Net Promoter Score, ein sicherlich bekannter KPI in dem Bereich, um zu sagen, bringt das, was wir alle auf den Weg bringen, führt das am Ende auch zu mehr Kundenzufriedenheit? Das wäre sicherlich unser Anspruch. Und ja, unten auf der linken Seite Market Exploitation. Wir wollen natürlich weiterhin in den Märkten auch erfolgreich sein. Und wir glauben auch, dass einiges für Knauf selber zu gewinnen ist, wenn man zum Beispiel redundante, einfache Admin-Prozesse, die man sonst vielleicht per Telefon entgegengenommen hat, so meine Rechnung ist nicht da oder meine Lieferung stockt, wo ist meine Ware, was ist der Lieferschein, dass man sowas auch über Self-Service-Portale, wie wir es alle selbst aus einer Amazon-Erfahrung im privaten Bereich kennen, eben auch für unsere Kunden anbieten wollen. Hier mal ein Bild zur Vision. Das ist das, worauf wir hinaus wollen.
Wir wollen unseren Zielgruppen auf der rechten Seite, also der Händler, der Verarbeiter, aber auch der Architekt, dem wollen wir die zwei Möglichkeiten anbieten. Er kann weiterhin physisch mit uns interagieren, es gibt Termine, es gibt Baustellenbesuche etc. Aber es gibt eben auch zukünftig noch viel mehr als heute die Relevanz der digitalen Interaktion. Wir werden Knauf.com als die zentrale Plattform positionieren, wo dann alle unsere digitalen Services, sei es für Verarbeiter, Händler oder Architekten, entsprechend draufgestellt werden. CRM, hier in grau links dargestellt, ist dann so ein bisschen wie die Spinne im Netz. Ja, da laufen die Informationen zusammen. Wir wollen, dass unsere Kunden immer das Gefühl haben, dass egal mit wem sie bei Knauf sprechen, man ist das Problem, die Herausforderung, das Thema, das man diskutiert hat, ist bekannt und man fängt nicht wieder bei Null an, das zu erklären. Man kennt das auch aus dem Privaten, wenn man das dritte Mal in der Hotline hängt, ja, das Problem nochmal zu erklären, das nervt, da wollen wir eine bessere Kundenerfahrung abbilden. Und weil wir dieses Ökosystem einmal bauen, und Sie erinnern sich an die Seite mit den ganzen Punkten eben, hunderte unterschiedlicher Lösungen, weil wir es einmal bauen für die Welt, haben wir auch eine faire Chance, eine vernünftige Schnittstelle in unser SAP-System hinzubekommen, um die Daten auch in dieses Ökosystem einspeisen zu können. Das kann keine Corporate IT der Welt, kann 100 Schnittstellen bauen. Wir bauen jetzt eine DaaS-Plattform, also Data as a Service, wo die Daten entsprechend reingespült werden und dann für diese Plattform auch zur Verfügung gestellt werden. Jetzt fragen Sie sich, was sind die Herausforderungen bei der ganzen Sache? Geht das alles ganz einfach? Die Antwort ist nein. Das ist für ein Unternehmen wie Knauf eine Riesenherausforderung. Wir brauchen diese globale Datenbank. Wir haben eine dezentrale Struktur, wie eben gesagt. Nicht alle finden das jetzt sofort so prickelnd und faszinierend, dass man jetzt sagt, man muss gewisse Daten, gewisse Prozesse, um das vereinheitlichen zu können, muss man eben zentral definieren. Das betrifft CRM, das betrifft aber auch die Inhalte und Abläufe auf einer Interaktionsplattform wie Knauf.com. Und das ist etwas, was wir momentan aufbauen. Deswegen bauen wir eine Einheit Knauf Digital, die sowohl auf der Commercial Excellence Seite, aber auch eben auf der Digitalseite für Knauf komplett neue Talente, komplett neue Fähigkeiten rekrutiert. Und das bauen wir eben in München auf und haben jetzt ein Team von, als ich anfing, waren es, glaube ich, 12 oder 15 Leute. Jetzt sind wir über 100 Leute, also eine riesen Wachstumskurve, sowohl extern rekrutiert als auch aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens zusammengezogen. Ist das alles noch PowerPoint oder passiert da auch wirklich was? Gott sei Dank kann ich nach 1,5 Jahren sagen, es passiert auch wirklich was. Wir haben die DCI-Plattform, also Digital Customer Interaction, der Vorläufer von Knauf.com, ist in Leitmärkten, wie wir es nennen, hier sind mal die Flaggen Deutschland, Niederlande und Belgien gezeigt, links oben, das ist live. Das ist also bei Kunden, die ersten Gehversuche sind also da sind im Internet erreichbar und werden von den Kunden auch entsprechend honoriert. Das ganze Thema Kundensoftware, wir haben angefangen mit der Planungssoftware für Architekten, wir nennen das Planner Suite, ist das Offering, was tatsächlich schon in 11 Ländern verfügbar ist. Haben wir innerhalb von 8 Monaten, also ich war selber überrascht, wie schnell man sowas bauen kann. Das ist verfügbar, sowohl bei Nemetschek als auch bei Autodesk im App Store ist diese Planungssoftware verfügbar, wo man also als Architekt sein Gebäude plant und dann digital direkt, wenn man so möchte, den richtigen Produktkatalog von Knauf reinzieht. Man kann seine Wand damit entsprechend planen oder seine Decke. Und im nächsten Schritt, das ist das Killer-Feature, kann man dann automatisch die Ausschreibungstexte generieren. Das ist so ein Beispiel, wo wir mit echten ersten Use Cases Wert schaffen, was es so in der Industrie noch nicht gibt. Und es war uns und mir persönlich auch wichtig, mal ein Thema wirklich richtig gut und auch richtig schnell auf die Straße zu bekommen. Ist in 11 Ländern live, geht dieses Jahr in weitere 20 Länder der Welt. Und CRM ist aktuell in 5 Ländern live, ja, Riesenveränderung in der Vertriebsarbeit bei Knauf und wird jetzt sukzessive in diesem Jahr in 60 weitere Länder ausgerollt. Ist eine Rollout-Organisation, die Kollegen von Knauf, die im Plenum sitzen, können das bezeugen, die stetig wächst, weil natürlich jedes Land hat seine Eigenheiten, hat seine Spezifika, die bei so einem Rollout entsprechend zu berücksichtigen sind. Was sind so die wesentlichen Herausforderungen jetzt, wenn ich sage, so, wir haben so eine Organisation aufgebaut, sind jetzt über 100 Leute. Man spricht ja immer so gerne von der Forming und dann so der Storming-Phase. Es gibt so einzelne Teams, die jetzt so langsam in so Norming kommen. Andere sind noch eher im Storming-Bereich. Ist das alles einfach? Nein, mitnichten.
Aber ich glaube, wir sind auf einem tollen Weg, da ein sehr, sehr schnell tickendes, sehr, sehr cooles, junges Team von externen, aber auch erfahrenen Knaufleuten zusammenzuziehen. Und das jetzt weiter zu professionalisieren in dieser Struktur, wird uns dann auch in den nächsten Monaten begleiten, um dann auch wirklich die Werte und die Programme auch an den Start zu bringen. Ja. Was wichtig für uns ist, ist, dass wir mit nächstem Jahr, ab 2023, dann in einen globalen Rollout kommen. Dass wir nicht mehr nur über Leitmärkte an einigen Stellen reden. Hier sind schon einige Flaggen auf der Seite zu sehen. Aber wir möchten global gehen, um die Tools, die wir jetzt entwickelt haben, auch letztendlich so viel Kundinnen und Kunden von Knauf in den einzelnen Zielgruppen zur Verfügung zu stellen wie möglich. Das Ganze tue ich natürlich zum Glück nicht alleine. Ich habe auch in einigen Bereichen wirklich kaum Ahnung. Ich bin da froh, echte Experten im Team zu haben, die sich damit beschäftigen. Wie eingeleitet, wir bauen das Team im Wesentlichen in München auf, aber auch Iphofen, Hauptstandort von Knauf in Unterfranken, eine halbe Stunde von Würzburg entfernt, ist ein zweiter Standort. Und es gibt da eine ganze Reihe toller Kolleginnen und Kollegen mit unterschiedlichsten Hintergründen. Hier sind mal so ein paar Logos gezeigt. Und natürlich möchte ich mir die Chance auch bei dem Event The Mission nicht entgehen lassen. Marcel lacht schon, weil ich habe es angekündigt, ich habe gefragt, darf ich das sagen? Mir ist natürlich wichtig, auch für das Thema, für Knauf als Unternehmen und auch für unser Team bei Knauf Digital ein bisschen Werbung zu machen, weil wir nach wie vor extrem rekrutieren. Und wir wären nicht eine Digitaleinheit, wenn wir nicht noch einen coolen QR-Code zum Ende hätten. Und dieser QR-Code kann gescannt werden und da kommt man direkt auf unsere Recruiting-Seite, wo sehr viele Jobs in sehr, sehr interessanten Bereichen nach wie vor verfügbar sind. Und wir freuen uns über jeden Kontakt, jede Bewerbung und möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich hatte dir angeboten, Marcel, dass ich auch absolut happy bin, auch noch Fragen zu nehmen, sofern welche bestehen. Die Uhr sagt, ich hätte noch 2:40. Von daher habe ich mich zumindest an die Zeitvorgabe gehalten und bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für den tollen Beitrag und für den tollen Umblick zu den Aktivitäten bei Knauf grundsätzlich, aber auch in dem Bereich Digitalisierung. Und du hast vollkommen recht, 2,5 Minuten sind noch auf dem Timer. Das Mikrofon ist auch schon bereit und wir würden gerne noch die 2 Minuten nutzen für 1, 2 Fragen aus dem Publikum, wenn es denn Fragen gibt. Das ist meistens der Moment, wo jeder sehr schüchtern wird. Köpfe gehen so ein bisschen runter. Während sich jemand aufrafft, eben im Panel ist ja diskutiert worden, so was ist der Unterschied zwischen einem Corporate Partner in so einer Mission und was ist der Unterschied zu eben den Startup-Teams. Ich glaube, Lars war es von Bain, der gesagt hat, ja, es sind irgendwie ganz unterschiedliche Sachen, die da relevant sind. Ich glaube, das ist natürlich schon ein Startup hat einen wahnsinnigen Innovationsdruck, weil es erstmal einen Umsatz, ein Geschäftsmodell bauen muss. Ja, und wir haben ein Geschäftsmodell. Ja, und das ist auch zum Glück profitabel. Und ich glaube, der Veränderungsdruck, wenn wir jetzt so eine Agenda, so eine Transformation durchs Unternehmen schieben wollen, ist wahnsinnig schwierig zu erzeugen in einem Unternehmen wie Knauf, weil man ja eigentlich sagt, es läuft doch. Ist doch also dieser Sense of Urgency, der entsteht nicht unbedingt, solange das Geschäft noch läuft. Und da hat ein Startup natürlich eine ganz andere Basis, also dieser unmittelbare Innovationsdruck, irgendwas auf die Straße zu bringen, was einen Umsatz generiert, ist da sicherlich ein Riesenunterschied aus meiner Sicht. Ja, vielen Dank auch noch für die Erläuterung. Mhm. Noch einmal eine Frage. Genau, der Blick ins Publikum. Komm, lasst mich jetzt nicht hängen hier vorne. Da, eine mutige Handmeldung. Das ist Jona von Team Enervate. Ja, erstmal vielen Dank für den super Vortrag. Dann meine Frage vielleicht auch direkt kurz einmal vorweg. Ja, wir haben ganz viel über Digitalisierung gesprochen und dass ihr weltweit aktiv seid. Ich habe aber gerade das Gefühl, dass in Deutschland und ja, in Europa, vor allem aber in Deutschland, dieses Thema dieses konservativen Denken gerade in der Baubranche ist. Wo seht ihr die größten Herausforderungen? Welche Player sind da die, wo es am meisten hapert? Und wie geht ihr damit um, diese Probleme zu lösen? Wir von Enervate haben zum Beispiel immer wieder festgestellt, dass wir an irgendwelche Stellen kommen, wo es dann heißt, ist eine super Idee. Wir haben es aber schon immer so gemacht. Wie kommt ihr dahin und zu sagen, ja, das ist effizienter, das ist günstiger? Wie löst ihr dieses Problem dieses konservativen Denkens? Ich glaube, man muss einfach ein Stück weit mutig sein und vorangehen. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr lapidar, aber ich glaube, die Baustoffbranche hat natürlich einen riesen,
Riesenherausforderung, weil sie wahnsinnig fragmentiert ist. Es gibt eigentlich, also wir sind jetzt irgendwie groß, aber auch ja nur 12,5 Milliarden. Ja, in anderen Branchen gibt es da sicherlich viel, viel größere Unternehmen, die noch mehr dominieren, die auch noch mehr Standards setzen können. Und ich sehe einfach, wenn ich mir anschaue, wie heute gebaut wird, Vielzahl an Projektteilnehmern, zahlreiche Gewerke mit häufig mittelständischen Lieferantenstrukturen, unterschiedliche Planungsbüros für einzelne Themen. Da eine Vereinheitlichung hinzubekommen, dass man über die gleichen Datenstandards spricht und so weiter, das ist eine Riesenherausforderung. Da denke ich auch sehr stark an die Softwarebereitsteller, an Autodesk, Nemetschek, die in dem Bereich ja eigentlich aktiv sind und diese Koordinationsrolle ein Stück weit wahrnehmen könnten. Wir können als Industrie, als Materialproduzent erstmal unsere Hausaufgaben machen, indem wir unsere Daten sauber kriegen, indem wir unsere Daten so zur Verfügung stellen, wie uns unsere Kunden wollen. Dieser Innovationsgedanke, so im Sinne von eigentlich als Architekt, ich will mir doch gar nicht einen Knauf-Plugin reinladen, dann brauche ich für Dachziegel den nächsten Dach-Plugin und dann brauche ich für die Pflastersteine draußen den nächsten. Das ist eigentlich ätzend, ne? Das heißt, eigentlich brauchst du ja so diese Metasuche, die Daten überhaupt vereinheitlicht. Das ist aber nicht unsere Rolle als Materiallieferant. Da braucht jemand, der in der Industrie dann irgendwie sich emporbildet. Ich glaube, dass das ein Riesengeschäftsmodell ist, das zu adressieren. Haben schon viele versucht. Es ist nur wahnsinnig schwierig. Und ich glaube, die größte Herausforderung für junge Unternehmen in der Baubranche ist, dass die Branche extrem langsam tickt. Junge Unternehmen aber nicht zwingend die Zeit haben, über Monate, über Jahre an einfachen Innovationen zu forschen, die dann irgendwann mal einen Marktzugang bekommen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir mit The Mission auch adressieren können, dass wir da mehr Geschwindigkeit reinbekommen. Wir als Knauf würden das unterstützen. Sind wir da schon? Ehrlicherweise auch nicht immer. Ja, und ich glaube, das ist ein Thema, wo wir besser werden müssen als Branche in Summe. Vielen Dank, Lars. Vielen Dank für den spannenden Beitrag. Ich muss sagen, für mich wurde einiges klarer, auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, was ihr alles macht, was ihr alles tut, vor allem im Bereich Digitalisierung. Und ich würde noch gerne die Referenz machen zu unseren Teams, denn Norming, Storming, das ist bei uns auch Teil des Programms an Tag 1 oder 2. Und wir sehen schon viele Storming-Teams. Ich bin gespannt auf eure Digitalisierungsreise, wenn ihr mit euren Kapazitäten und den Ressourcen in der Storming-Phase seid und auch mit Blick auf den Roadmap, wie wir gesehen haben, wo die Reise hingeht. Wir sind sehr gespannt, verfolgen das gerne und vielen Dank für den tollen Beitrag. Ganz herzlichen Dank.